Moin und willkommen zurück zu Let's Play Robotrek. Wir wollen hier nochmal mit ein, zwei Leuten reden, zum Beispiel mit dem hier. Wenn wir ein Haus für den Bürgermeister bauen, wird sich das Dorf weiterentwickeln. Möchtest du ein bisschen was dafür spenden? Ja, wie viel geben wir denen mal? Das Maximum. Was? 1000 GP? Danke für die Unterstützung. Vielleicht wäre es nicht verkehrt, hier ein bisschen Geld zu spenden. Ja, wie viel muss man wohl spenden, damit hier irgendwas passiert? Ich glaube, ich fülle das einfach mal auf 10.000 GP auf. Oder vielleicht 5.000, danach gucken wir mal hier aus dem Dorf raus. Hier kommt man ja bestimmt auch bald wieder hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier ganz schnell aus der Vergangenheit wieder weg ist. Jo, 5000. Und was sagst du? Warte, Kind, das ist das Grundstück des Bürgermeisters. Hier wird gebaut, du kannst da nicht reingehen. Okay, dann hängt hier ein Zettel, das Polon losgegangen ist, um Medizin zu sammeln, wie uns auch die Nachbarin schon erzählt hatte. Und dann gehen wir in den Wald. Ein unbekannter Diebesring ist in letzter Zeit hier aktiv gewesen. Verschließt eure Türen, wenn ihr rausgeht. Jo, und dann bekämpfen wir mal den Vogel. Beziehungsweise auch noch die Gilgils dazu. Aber ich glaube, das sind hier alte Gegner, weil Quickbird, meine ich, an die Namen kann ich mich erinnern. Und die machen hier ja auch keinen Schaden und sind sehr schnell besiegt. Vielleicht wurde das ja so gemacht, dass man eine Möglichkeit hat zu leveln, wenn man nicht mehr zurück in die Gegenwart kann. Keine Ahnung. Ja, und wenn ihr euch vielleicht noch daran erinnert, hier sind wir ja am Anfang auch schon lang gegangen, als wir das Spiel angefangen hatten. Da war das mit so der erste Weg, den wir gegangen sind. So, an die Kugel da will ich natürlich auch noch. Da müssen wir wohl den Vogel wieder mitnehmen. Aber das dürfte ja schnell gehen. Und die Pilze wollen wir uns ja gleich auch noch mal kurz angucken. So, erstmal die Kugel hier mit Scrap 10. Ja, ich hatte hier den Anfang dieser Folge schon mal aufgenommen. Da war ich ganz überrascht, dass es Scrap 10 gibt. Weil ich so gedacht hätte, 9 wäre schon das Höchste, was es so gibt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Zahlen da noch zweistellig werden. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das Spiel da nach dem Turm noch weitergeht. Also, ich bin doch positiv überrascht. Das Spiel ist umfangreicher, als ich erwartet habe. Okay, was hier halt irgendwie fehlt, ist das Haus unseres Vaters, aber das wird dann wohl erst in der Zukunft gebaut. Rokoko wird hier ja auch noch irgendwie gebaut. Und hier haben wir wieder neue Gegner oder alte Gegner. Gator. Also an das Model kann ich mich erinnern, aber nicht an den Namen.
Aber ich vermute mal, das sind die, die wir schon mal bekämpft hatten. Einfach weil die hier auch keinen Schaden machen. Mal gucken, habe ich denn noch Vanish? Das wäre ja jetzt mal sinnvoll. Nein, immer wenn man es braucht, ist es nicht da. So, noch ein Unterschied. Hier fehlt irgendwie die Brücke. Wir müssen da unten über den Baumstamm gehen und dabei noch einen Vogel bekämpfen. Vielleicht wäre es jetzt für die leichten Gegner doch noch sinnvoll, wieder das Blitzschwert auszupacken. Ja, und da ich damit gerechnet hatte, dass dieses Spiel bald vorbei ist, habe ich mir natürlich schon überlegt, was kann ich denn als nächstes Projekt machen? Und so eine Idee, die ich hatte, ist dann YS, also YS heißt das. Ist zwar ein etwas älteres Spiel, da gibt es aber ein Remake für den PC, das ich da spielen würde. Und da wollte ich mal nachfragen, kennt ihr das schon? Besteht da vielleicht Interesse, das zu sehen? Oder würdet ihr sagen, nee, das Spiel ist total blöd? Aber ansonsten würde ich das halt als nächstes spielen. Manchmal hat man so Tage, da kann man kaum gerade aussprechen. Ist gerade blöd auch in solchen Let's Plays. Aber egal, da müsst ihr durch. Hier passiert ja sowieso nichts Weltbewegendes im Moment. Nur dass wir hier irgendwie noch nervige Gegner haben. Und die schneide ich eben raus, um mir die Kugel da oben zu holen. Also bis gleich. Alles klar, das nächste, was in dieser Folge schiefgegangen ist. Ich habe natürlich die Kapsel schon mal geöffnet, ohne die Aufnahme wieder zu starten. Aber da drin war ein Cure. Zumindest das habe ich mir noch gemerkt. Und damit können wir dann auch diesen Ort verlassen. Und gehen zum Höhleneingang. Ja, die Typen, die hatten wir, glaube ich, eben erst noch. Ja, ich hätte zwischendurch noch mal ein bisschen Banish bauen sollen. Wobei, ich habe ja momentan keine Werkstatt, in der ich irgendwas bauen könnte. Dafür müsste ich dann wohl erstmal im Level steigen. Dann kümmern wir uns erstmal um die Typen hier. Und los aus dem Wasser raus. Und wir werden schon von den nächsten Viechern verfolgt. Da ist eine Sackgasse, das heißt, wir gehen gleich da oben rein. Also zumindest scheinen die Gebiete hier bisher ein bisschen übersichtlicher zu sein, verglichen mit den Gebieten, die wir in der Gegenwart erkundet hatten. Was? Ich kann nicht passieren, aber jemand ist krank, wenn ich mich nicht nach Hause beeile. Vergiss ihn, was ist mit mir? Das ist nix, das ist nicht besonders nett, das zu sagen. Oh meine Güte, Was ist das? Ein Lauscher? Gut, nun für etwas Spaß. Ich bin ein Diebsring-Mitglied. Wenn du mir über den Weg läufst, wird es dir leid tun. Okay. Ein großer Fan. Interessant. Macht aber auch keinen Schaden. Wow, das werde ich Rose erzählen. Merkt ihr das?
Alles klar, Rose hat es also auch irgendwie in die Vergangenheit geschafft. Geht es dir jetzt besser? Du warst krank. Du wirst das nicht brauchen. Es tut mir leid. Du hast geschlafen und wusstest es nicht. Ich bin Polon. Und da bin ich wieder. Ich hatte eine kleine Störung, aber werde jetzt hier weitermachen. Auch wenn diese Folge irgendwie ein bisschen, ja, gestört wird. Du bist beim Fluss gefallen. Ich habe dich gefunden und habe dich mit zu meinem Haus genommen. Du warst stark verwundet oder schlimm verwundet. Lass uns zu meinem Haus gehen. Du solltest es einfach angeben, okay? Ja, lass es einfach angehen, mach ein Nickerchen, ich mach dir etwas Hühnchensuppe. Bah. Okay. Nicht gut. Ich kann dir das nicht geben, Was ist das? Er sieht genauso aus wie du. Zwei von euch? Stopp. Ich muss es bedeckt halten. Schrecklich, was für ein Fieber. Ich werde etwas Medizin von den Nachbarn holen. Nicht gut. Ich kann dir das nicht geben. Okay. Und da ist ja der Bürgermeister. Du bist der Schmarotzer in Polons Haus. Wer bist du überhaupt? Solltest du Polon Ärger bereiten, wird es dir leid tun. Das wird es dir. Irgendwas wird dir geschehen. Okay. Ah, Magiejunge. Nur so nebenbei, da war eine Frau, die nach dir gefragt hat. Was? Die Frau? Sie ist in den Werkzeugladen gegangen. Okay. Gehen wir mal in den Werkzeugladen. Okay. Rusk, ich habe nach dir gesucht. Hey, jemand zu Hause? Es ist ein Keks. Ich kann hier nicht reden, okay? Draußen im Wald der Illusionen habe ich ein Raumschiff versteckt. Ich werde zum Schiff gehen. Was ist das denn für ein Name? Ich erzähle Gato. Lass uns darüber reden, okay? Der Wald der Illusionen wartet. Komische Leute hier. Okay, dann vermute ich mal, der Typ, der bei uns im Bett liegt, ist der Rusk, also unser Vorfahr. Und ja, wir müssen irgendwas erledigen, was in der Vergangenheit schiefgegangen ist. Und wir spenden erstmal noch eine Runde. Oh, das Haus wurde weitergebaut. Wenn wir genug spenden, wird das Haus wohl zu Ende gebaut. Ja. Und wisst ihr was? Ich werde bis zur nächsten Folge noch mal ein bisschen spenden und dann schauen wir mal, wie weit das Haus gebaut wurde. Bis dann!